Na gut, das Gegengift ist fertig. Ich werde Alia stützen. Ihr gebt den Inhalt der Fiole in ihren Mund. Hoffentlich überlebt sie. Wir brauchen ihre Magie, um dieses Artefakt zu finden. Wendet das eiskalte Gegengift auf Alia an. Kommt zum Essen zurück. So, wir haben übrigens wieder ein Ruflevel bei den Tusker bekommen. Und zwar diesmal, ihr habt eine Chance von 25% zusätzliche Vorräte der Dracheninsel von Blumen und anderen pflanzlichen Schätzen zu erhalten. Also mehr. Fliegt einfach eine Eule hier durchs Bild. Einfach mehr Vorräte. Sehr schön, das ist gut. Was kommt danach? Das sieht süß aus. Ihr könnt zwei neue Kampfhaustiere erwerben. Schön. Zwei neue Pets, die mit rumlaufen. Das ist aber toll. Wir haben so sogar kein Pet mehr, was mit uns rumläuft. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also nehmen wir uns jetzt ein Pet dazu. Diesmal soll es Fischi sein. So, da ist er. Jetzt wird dieser Tag interessant. Fischi kommt jetzt mal mit. Der macht auch schöne Geräusche. Okay, geben wir immer das Gegengift. Halte durch, Alia. Wenn er jetzt stirbt, werden wir das Artefakt unmöglich vor dem Splitterflammen finden. Das ist ein törichter Plan. Wir sollten die Elfe heilen und nach Iskara melden, was wir vorgefunden haben. Iskara? Bis dahin halten die Splitterflammen das Artefakt in ihren gierigen Händen. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Zerstörung sie damit anrichten würden? Ich danke euch allen. Wir haben wertvolle Zeit verloren. Wir müssen schnell vorwärts kommen, um Waldrucks zu erlangen. Wir müssen uns in Acht nehmen, damit wir in den Eisspinnenhöhlen nicht so enden wie die Splitterflammen. Okay, sie ist wieder fit. Alle sind bereit. Ja, war ja einfach. Baladash Malanore. Ich danke euch. Ich dachte, ich würde sterben, bevor ich dieses Artefakt finde. Seid für alles bereit. Was der Wächter weiß. Ich begrüße eure Hilfe, Magier. Ich war die Magierin der Kirin Tor, die dieses Artefakt Waldrucks und die Pläne der Splitterflamme als erstes gefunden hat. Die Wiederbeschaffung und das Studium dieser angeblich entfindungsfähigen und mächtigen Artefakt ist von oberster Priorität, Dringlichkeit. Und ich schwöre, ich werde diejenige sein, die es tut. Die Splitterflammen müssen raten, wo es sein könnte, aber ich habe mit Magie einen Weg für uns gefunden. Es gibt einen verderbten Wächter in der Nähe. Beschafft den flüsternden Splitter von Evadix, dem verderbten Wächter. Unsere Zahl reicht womöglich nicht aus, um es mit den Splitterflammen aufzunehmen. Wir sollten uns zurückziehen und Hilfe holen. Wenn ich Waldrucks gegen sie einsetzen kann, sind die Splitterflammen machtlos. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das Artefakt zu erlangen. Wir können jetzt nicht gehen, Tutik. Wir müssen unsere Mission durchziehen, um unsere Familien vor den Splitterflammen und diesem Artefakt zu bewahren. Okay. Gut. Eine Quest. Flüsternde Splitter. Flüsternde Splitter. Fliegen wir mal hin. Da brauchen wir nicht so viele Mobs zu killen. Niemand soll diese Macht besitzen. Das war's auch schon. Und schon haben wir den flüsternden Splitter. Läuft. So mag ich das. Dieses schnelle Hinfliegen finde ich halt sehr geil mit dem neuen Drachen. Früher musste man immer, also die vorigen Gebiete, wo es die Drachen noch nicht gibt, die muss man ja erstmal freischalten fürs Fliegen, ja? Also da muss man ja alles zu Fuß laufen oder mit einem normalen Pferd. Das ist so halt schon viel, viel geiler. Dieses Fliegen ist schon viel besser. Oh, euer Drache spürt eine Drachenglyphe in der Nähe. Das ist aber auch interessant.
Wir werden siegen. Ihr habt den Splitter gefunden. Der Splitter füllt flüsternd euren Verstand mit vielen Komplimenten. Ihr seid ziemlich toll, oder? Für den Sonnenbrunnen. Gebt ihn mir, schnell. Hört ihr auch das Flüstern? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Flüsternde Fragmente. Ich glaube, Waldrucks versucht durch den Splitter, den wir geborgen haben, mit uns zu kommunizieren. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, solange wir unseren Verstand vor dem Einfluss des Artefakts schützen. Aber wir sind bald schon wieder in die nächste Stufe. Ich habe mich hinsichtlich der Splitterflammen geirrt. Sie haben leider schon mehrere Splitterfragmente gefunden. Waldrucks Flüstern behauptet, sie sind kurz davor, den Standort zu lokalisieren. Nehmt den Splitterflammen die Splitter ab. 40 Fragmente. Selama Ashal Anore. Ihr seid auf jeden Fall anders. Toltrick flüstert. Das gefällt mir nicht. Mysteriöse Artefakte, die großartige Versprechen flüstern. Das klingt nicht gut. Aber wir können nicht einfach umkehren. Ansonsten bekommen die Splitterflammen es noch in die Finger. Was auch immer es ist. Ich kenne mich mit Ruinen wie diesen gut aus. Die blauen Drachen haben oft Notizen über ihre Arbeit zurückgelassen. Haltet die Augen offen, dann könnt ihr vielleicht welche finden. Findet Hinweise darauf, was das Artefakt Waldrucks wirklich ist. Vorsicht da draußen! Was flüstert ihr beide? Wie wir mit Einspinnen umgehen, wenn sie wieder auftauchen. Eisspinnen. Ich schätze, das könnte ein Problem werden. Wir müssen zusammenarbeiten. Das Artefakt könnte gefährlich sein, wenn es den Splitterflammen in die Hände fällt. Keine Sorge, Tortik ist schon seit der Kindheit ein mutiger Kämpfer für die Vorsicht. Okay, für die Vorsicht, ja gut. Okay, wieder weiter da rein. Aber wir wollen auch das Artefakt finden. Die Glyphe, die mein Drache gerade gefunden hat. Hier in der Nähe hat er den irgendwo. Ja, da, da. Ja, da, guckt mal, da. Wie schön ist das denn? Gut gefunden. Und damit haben wir 3. Wir könnten jetzt... Ne, wir machen, wenn wir noch 2 Stück haben, Elan auf 6. Oder eure Elan-Regeneration wird auf 1, ein Elan alle 15 Sekunden, während ihr euch am Boden... Ne. Ein Nervenkitzel der Lüfte erzeugt alle 5 Sekunden ein Elan. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die beiden sind auf jeden Fall nochmal interessant. Das hier alles brauche ich nicht. Wir machen jetzt erstmal hier 6 Elan und diesen 5 Sekunden ein Elan. Und dann diesen Vorwärtsschub verbessern und dann gucken wir mal hier an die Seiten. Ja, schick, wie viel wir noch schaffen können. So, okay. So, jetzt... Was ist denn hier? Hier haben wir ein Tagebuch. Ich habe die letzte Steintafel entziffert. Die Drachenbrut, die einst hier lebte, verfiel dem Wahnsinn. Übermannt von Gier kämpfte sie gegeneinander, um Kontrolle über die Waldrucks zu erlangen. Jeder wollte die Macht für sich beanspruchen. Wir werden nicht den gleichen Fehler begehen. Der entscheidende Unterschied ist das disziplinierte Wesen der Draktier. Nur wir Draktier besitzen die Willenskraft, um ein solches mächtiges Artefakt zu beherrschen. Dass die Drachenbrut daran scheiterte, soll uns nicht davon abhalten, nach Waldrucks zu suchen. Ich werde meine Empfehlungen den anderen sogleich mitteilen. Okay. Wir brauchen aber noch 2. Aber wir sollen jetzt gar keine Spinne mehr killen, ne? Die hier sollen wir killen jetzt, ne? Kann das sein? Spinnen sind durch. Rauschmeißerin, Splitterflammen. Okay, die hat sofort 3 dabei, das ist okay. Ja, müssen wir jetzt halt, ne? Wir müssen ja sowieso hier die 2 Tagebucheinträge noch finden. Alles okay. Aber alles nur diese kleine Questecke hier, ne? Da kommt noch nachher dieses Nessingwehr-Lager
Und dann haben wir hier noch irgendwas. Ein einzelner Flügel. Was das ist, weiß ich auch noch nicht. Also ist halt faszinierend, dass es immer noch mehr gibt, was man erkunden kann. Obwohl die Story schon durch ist. Ist so ein bisschen wie bei Lost Ark, das Abenteuer verlieren. Hat man die Story durch, kann man trotzdem noch 20 Geschichten oder 5 Geschichten oder so finden. Wenn man nur die ganzen Bücher findet. Dieser Ort ist verflucht. Das Flüstern sagt, ich würde seine Macht erlangen. Oder auch nicht. So, hier scheint ein Buch drin zu sein. Ja, das sieht gut aus hier. Okay. Tagebuch der Splitterflut. Oh, er kommt da. Diese Jagd nach dem Waldrucks begann als einziger von uns aus Kanta ein Flüstern aus den Bergen vernahm. Wir hörten den Namen Waldrucks und die Verheißung seiner Macht, die uns erlauben würde, wieder zu erlangen, was uns gehört, die Dracheninseln. Wir müssten nur einige Bruchstücke finden, von denen es flüsterte, und schon liegt es uns in den Händen. Okay, dann wohl doch nicht. Sind alle ein bisschen irre geworden. Okay. So, wie kommen wir nach oben? Treppe sehe ich keine. Die Treppe, die hier ist, ist ein bisschen kurz. Da. Eine Rampe. Zuerst sind sie von den Spinnen gekillt und jetzt muss ich sie killen. Die haben schon Probleme. Entweder killen Spinnen sie oder ich. Okay, die nächste Tafel, da liegt sie schon bereit. Aber wir haben noch gerade erst die Hälfte der Notizen des Chronisten, Artefakt Walddrucks, abschließende Beobachtung. Die Drachen kommen nicht zurück. Sie haben uns verlassen. Waldrucks sagt, dass das ungerecht ist und ich stimme mit ihm zu. Ich muss die Angelegenheit selbst in die Hände nehmen. Das Artefakt hat mir offenbart, dass nur ich seine Macht nutzen kann, um hier für Ordnung zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit. Ja gut, kriegen wir hin. So. Ihr seid zu spät. Das Artefakt wird uns gehören. Das glaube ich nicht. Das Flüstern sagt, ich würde seine Macht erlangen. Tudu. Okay. Jetzt noch ein Artefakt hier in der Ecke irgendwo. Da liegt es. Ups, falscher Knopf. Und noch einer. Okay, 32 von 40 geht aber. Ja, noch ein, zwei Gegner. Notizen des Chronisten. Artefakt Walddrucks, anfängliche Beobachtung. Sindragosa und die anderen sind noch nicht zurückgekehrt. Wir verwahren weiterhin dieses seltsame Artefakt, das sich selbst Walddrucks nennt. Seine eigenartige Eigenschaft ist eine Fähigkeit, einen Botschaften direkt in den Kopf zu flüstern, wenn man in der Nähe ist. Anfangs bemerkt wir das Flüstern nur hin und wieder. Aber jetzt will es nicht mehr aufhören. Ich bin froh, wenn wir das Artefakt nach Sindragosas Rückkehr endlich den Archiven übergeben können. Hat alles nicht geklappt. Da war aber dicke Musik da drin, war da. Haben wir aber einen Ballsaal gehabt. Ich glaube, wir haben fertig. Das dritte Mal.
Aber wir haben immer noch nicht das Hauptartefakt. Wir haben bis jetzt immer nur... Zack, bis jetzt immer nur die Nebensachen erledigt. Interessant. So viel kalt. Das ist nichts für mich. Ich mag es ja doch eher warm. Oh mein Gott. Bracklet mit 120 Speck. Okay. Ich hoffe, da kommt was Gutes raus. Bitte, bitte. Kann auch wieder nur Mist sein, ne? Da muss man... Das ist halt dieses Glücksspiel in dem bei Lost Ark, das nervt mich schon, ne? Mit den gravierten Steinen, also den Gravursteinen, mit den Items, Upgrades, ja, mit dem, wie nennst du es, Honing oder wie du es nennst, ne? Dieses Upgraden von Items, mit dem Übertragen von den Zaubersprüchen, von der Halskette auf die höheren Stufen von Zaubersprüchen, mit das, was du jetzt da hast, mit dem Arm Bracklets. Das ist halt echt, man muss immer Glück haben beim Spiel. Das nervt halt total. Man kann nie so gezielt wirklich sagen, ihr kriegt das beste Item. Das nervt. Jetzt wird dieser Tag interessant. Der Glückseffekt ist da echt too much. Mal sehen, was ihr gefunden habt. Hä? Da war irgendwas. Ich freue mich auf neue Geschichten. Uff. Hat's nicht geklappt? War's nicht? Mal sehen, was ihr gefunden habt. Zack, fertig. Stufe 9. Wir können Haustiere freikaufen. Da in der Stadt. Da können wir nachher wieder hin. Was ist euer Begehr? Jein, okay. Das Flüstern. Es wird lauter. Habt ihr die Fragmente? Die Gerechtigkeit wird obliegen. Ausgezeichnet. Mit so vielen Splittern wird es leicht werden, das Artefakt zu finden. Für den Sonnenbrunnen. Sehr gut. Haben wir das auch. Seid gegrüßt, Fremdling. Niemand darf es führen. Was ihr gefunden habt, klingt, als hätte die Macht des Artefakts alle, die sie bisher beansprucht haben, ins Verderben gestürzt. Die Drachenbrut, die hier lebte, hat sich deswegen gegenseitig umgebracht. Die Splitterflammen scheinen ebenfalls von seinem Einfluss kompromittiert zu werden. Wir müssen dieses Artefakt finden. Es muss zerstört werden, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Wir müssen Alia und Kattegat davon überzeugen. Überredet es zu zerstören. Komm zum Essen zurück. Achso, du willst im allerbesten Falle 120, aber nicht auf Ausdauer. Okay, ja. Dumm. Schade. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Wir müssen das Artefakt wieder beschaffen. Es ist viel zu mächtig, um es den Splitterflammen in den Händen fallen zu lassen. Alia, das Artefakt ist zu gefährlich, um es zu benutzen. Es muss zerstört werden. Ihr wollt das Artefakt zerstören? Nein. Versteht ihr denn nicht? Jetzt weiß ich, wo es ist. Ich kann seine Macht nutzen, um alle Feinde der Kirin Tor zu vernichten. Die Macht wird euch aufzehren. Wie alle anderen vor euch. Es muss zerstört werden. Nein, ihr werdet mir bei meiner Rückkehr noch danken. Ich werde dem Azurblauen Gebirge Friede bringen. Tote Garion, was machen wir nur? Wir zerstören das Artefakt. Willkommen, willkommen. Das schlimmer, als ich erwartet hatte. Viel schlimmer. Wahrt immer das Gleichgewicht. Nicht gut. Wer spricht da zu mir? Ich weiß vielleicht, wo das Artefakt ist. Alia hat fantastisch vor sich hingeflüstert. Fanatisch. Als ihr all die Splitter zurückgebracht habt. Sie sprach ständig von einer Höhle und davon, wie die Spinnen von ihr angezogen werden. In der Gegend vor uns gibt es keine Höhle. Deswegen glaube ich, dass tiefer in den Ruinen eine liegen könnte. Wir bleiben hier und halten den Fluchtweg offen. Bitte rettet Alia und zerstört dieses verfluchte Artefakt Waldrucks.
Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig dort an, bevor Alia von dem Artefakt überwältigt wird. Leider wieder ein schlechter Gürtel. Vorsicht da draußen. Im Moment kommen wir nicht so viel weiter mit unseren Item-Leveln. So, das ist... Die Quests geben uns immer schlechtere. Wir müssen echt mal weiter ins nächste Gebiet. Vielleicht sind da die Items ein bisschen besser, höher. Man weiß es nicht. Ups, falsch. So. Okay. Hier drinne soll was sein. Dann gehen wir noch mal gucken. Oh oh. Uiuiui. Okay, wenn ich bis jetzt keine Angst hatte vor Spinnen, dann bisschen unangenehm. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man die irgendwie ausschalten könnte. Was geht die ab? Puh. Ich gehe mal rein, mal Hallo sagen. Seid ruhig. Nicht wecken. Ja, die schlafen zum Glück wie Fledermäuse. Alia geht total ab hier von den Kirin-Tor, die will das Buch unbedingt. Darf ich einfach so draufhauen? Ich hau einfach mal drauf jetzt. Die Seele von Alia Segelstrahl gehört mir und ihr werdet euch hier anschließen. Okay, das Buch hat sich schon übernommen. Aber die Spinnen schlafen zum Glück, wie es aussieht. Ah, vielleicht können wir uns ja einigen. Das ist alles ein großes Missverständnis. Garion, Alia hat mir gesagt, wie ihr heißt. Sie hat so viele schreckliche Dinge über euch gedacht. Wusstet ihr das? Ich weiß, dass es eben ziemlich feindselig wirkt, aber es gibt keinen Grund, mich zu vernichten. Manche halten mich für ein verfluchtes Artefakt, aber meine Kräfte sind von meinem Träger abhängig. Ihr würdet euch gewiss besser schlagen als alle vor euch. Das sehe ich so klar vor mir wie von den Seiten meines Buchs. Vernichtet Waldrux. Danke, jetzt sind wir frei. Bitte, erzählt meine Geschichte als Warnung. Sorgt dafür, dass niemand anderes meinen Fehler begeht. Alia Segelstrahl ist gerade als Geist verstorben. Weg ist sie. Ja, okay. Ein Glück sind die nur Verzierungen hier, die Spinnen. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber war schon ein bisschen gruselig, hereinzugehen, muss man sagen. Aber sie haben ja gesagt, die sind von dem Buch versessen. Und das hat ja gereicht, um die da hängen zu lassen. Okay. Quest wieder erledigt. Viertes Mal. Zurück zum Questgeber. Jetzt drückt mal die Daumen, dass jetzt nichts mehr kommt. Zack. Seid gegrüßt, Fremdling. Tutik hatte recht. Dieser Ort ist verflucht. Wir werden den Kirin-Tor davon berichten, was hier passiert ist, Garion. Hab Dank für eure Hilfe. Diese Lektion werde ich nicht so bald vergessen. Ja, leider können wir nicht gebrauchen. Wart immer das Gleichgewicht. Wir kehren zu den Kirin-Tor zurück und warnen sie davor, was hier geschah. Grimhauer will bestimmt davon erfahren. Noch eine Erzählung von den Gefahren, die an diesem Ort lauern. So, und damit seht ihr, ja, Azurblaues Gebirge sind immer noch 2, 4, 6 Nebenquests. Nebengeschichtsstränge. Noch immer 6 Stück. Ja. Ja. Aber wir haben ja auch noch 1, 2, 3 Quests mindestens auf hier. Puh. Es kann auch was dauern, bis wir hier fertig sind. Jetzt gehen wir mal weiter rein in das ganze Geschehen hier. So, sprecht mit Narren. Der ist hier. Bruder, ich habe Hilfe gefunden. Hattet ihr nicht jemand Größeren finden können? Was up, du?
Die haben sich erstmal mit den Tusker gestritten. Aber jetzt geht es, glaube ich, darum, dass die Vorbolgs hier gekillt werden oder übernommen werden. Und denen wollen wir helfen. Grüße, kleines Wesen. Ich habe traurige Neuigkeiten. Was geht hier vor? Was ist hier für ein Krach? Mann. Was geht hier vor? Steinherz hat die elementaren Geschenke der Primalisten angenommen. Und der Clan? Die meisten folgen Steinherz. Viele, die ihm trotzen, sind tot. Wenige leisten Widerstand. Und Razza? Hat sie sich Steinherz entgegengestellt? Ja, sie lebt noch. Aber wie lange? Wir müssen uns beeilen. Die Mammuts sind aber ziemlich laut. So, dafür müssen wir jetzt gebrochene Tradition da oben machen. Hier in die Ruinen, da ist noch was. Wir gehen mal ganz kurz ins Lager. Auf dem Lager noch ein Ausrufezeichen ist. Ja, man kann ja nie wissen, ob da noch eine Quest auf uns wartet. Und wir dann eine verpassen, weil wir gerade da hochgehen und dann nochmal da hoch müssen oder so. Doppelt muss ja nicht sein. Aber... sieht geschillt aus, oder? Ja. Sieht locker aus. Ich glaube, alle Quests hier... Kann ich euch helfen? ...sind soweit. Durch. Für die Allianz. Okay. Also habe ich alle. Und die hatten uns losgeschickt, um die eben zu suchen. Die ewige Sonne wird uns leiten. Jawohl, das. Die hat mich, glaube ich, losgeschickt. Unsere Feinde werden fallen. Ich habe das Gefühl, ich mache als einzige Fortschritte noch einen Arkan, den Arkan vor die Hand. Jetzt. Okay, die liest viele, viele Bücher. So, dann gehen wir jetzt mal den Vorbox helfen. Da oben. Ist mal was anderes, den Bären zu helfen. Nan stellt unseren Häuptling zur Rede. Oh, der große Bär. Okay, der große Vorbox. Mein Bruder hat die Wahrheit gesagt. Es ist noch schlimmer als bei meiner Abreise. Vorburg sollten ihre eigene Art nicht verletzen, aber da geht richtig die Luzi ab. Frühere Vorburg-Familie, Primalisten sind gekommen. Sie haben uns neue Kraft versprochen, die Macht über Elementare. Ich hätte nicht gedacht, dass Steinherz ihre Geschenke annehmen würde. Unser Clan braucht keine Macht. Er hat nicht über die Folgen nachgedacht. Seine furchtbare Entscheidung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Tötet 15 Vorburgs. Nein. Elementarer Einfluss. Zerstört 3 Primalisten-Totems. Ja, komm, ist klar, Primalisten sind da. Razzas Rettung. Razza Donnerklau ist unsere Geisthüterin. Sie bewahrt unsere Tradition und unsere Geschichten. Ja gut, die sollten wir natürlich retten. Findet Nahen, wenn ihr meine Bitte erfüllt habt. Keine Sorge. Er kann sich selbst verteidigen. Okay. Ja, jetzt muss ich mich nur wieder verteidigen hier. Zack. Also, komplettes Vorburglager durchwühlen. Muss auch mal sein. Hier sind es wieder die Primalisten, die Terror machen. Ne? Wieder die von Razzaghet. Haben wieder viel versprochen, halt nix. Okay, und wir versuchen auch parallel so ein bisschen die Truhen zu finden, die da Expeditionstruhen und so. Ich gehe erstmal da hoch, da wird wohl eine Truhe stehen. Wer den Rostkiefer-Clan bedroht, stirbt. Rostkiefer. Woher wissen die denn im Wald von Rost? Das müsste doch Rotkiefer-Clan heißen, oder? Mit Rost haben die doch im Wald nichts zu tun. Oh Gott, die Truhe ist ja ganz weit weg.
Gut, dann müssen wir erstmal das Totem da wegmachen, weil die Truhe ist woanders. So. Mein Kampfeswille war schon gebrochen. Den haben wir gerettet. Sehr gut. Da ist die Truhe, jetzt sehe ich sie auch. So, davon noch 7. Dann Privatistentoten noch 2, jetzt noch 1. Und dann noch die Named. Der Rostkiefer-Clan ist unbesiegbar. Rotkiefer würde mehr Sinn machen. Eine Kiefer kann ja gar nicht rosten, also ich glaube, die haben hier eine falsche Übersetzung genommen. Rotkiefer macht mehr Sinn. Oh, hier liegen aber viele Krimskrams-Sachen. Da nehmen wir aber alles mit. Das ist aber schön. Okay. So, jetzt hier soll die Named sein irgendwo. Ich muss mich mal ein bisschen recken. Ich habe ja doch ziemlich wenig Leben. So, wenigstens ein bisschen gereckt. Und das dürfte der letzte sein, den wir auf jeden Fall killen müssten. So. Können nicht endgültig zerstört werden. So. Und das war der letzte. Was ist aus uns geworden? Das war der letzte Totem. Und jetzt noch die Named. Die müsste da oben sein. Okay. So. Tretet uns bei Ratzda oder leidet auf ewig. Die Seele der Erde, ich kann sie hören. Nein, das ist eine Täuschung der Primalisten. Ich muss widerstehen. Wer seid ihr? Hat Garz euch geschickt? Lasst mich in Ruhe, wenn die anderen meine Art euch hier finden. Ich bin bereit, gegen eure Entführer zu kämpfen. Sie kommen! Oh, oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die kriegen wir platt. Sehr gut. Und jetzt? Ah, da kommen noch mehr. Ihr wollt noch mehr Stress? Können wir haben. Okay, zuerst kamen 3, dann 2. Jetzt kommt ein starker, oder? Was meint er? Ja, so ist es doch immer. Ratzda gehört zu uns. Kagal 15. Der nur 15. Ratzda, die Macht. Warum seht ihr es nicht? Kagal, mein alter Freund, ihr seid tief gefallen. Wie ich wünschte. Ich wünschte, es wäre nicht so. Okay. So, und damit haben wir schon wieder einen schönen Schritt geschafft. Nämlich sind wir mitten im Firbolg-Lager. Firbolg. Wo kenne ich Firbolgs nochmal her? Firbolg sind das hier. Ich glaube, Firbolg war bei... Oh, da ist auch was los. Da ist Steinherz. Firbolgs war, glaube ich, bei HeroQuest. Orks... Goblins. Und dann kam Firbolgs, glaube ich. Ach, egal. So. So viele aus meinem Clan sind in der Schlacht gegen ihre Brüder und Schwestern gefallen. Und alles nur um die Macht des Willen. Um der Macht willen. Ratzda gibt ein kehliges Knurren von sich. Oh Gott, da ist viel Blut drunter. Das zu einem langen
klagenden Flüstern wird. Mir geht es gut, Garion, und Razda lebt. Ich habe versucht, Steinherz zur Vernunft zu bringen, aber unser Häuptling ist fort. Es tut mir leid, dass ihr den Rostkiefer-Clan so begegnet seid. Das ist nicht unsere Art. Ich werde den Primalisten niemals das Leid vergeben, das sie unserem Clan zugefügt haben. Ist das Garz? Euer kleiner Freund, der Magier, hat sich bewährt, Garz. Sie kämpfen wie ein Vorburg mit Klauen und Zähnen. Aber jetzt werden sie unserem Clan das Herz entreißen, um seinen Geist zu retten. Sein steinernes Herz. Oh ja, der sieht nicht mehr gut aus. Wir jaulen in Trauer um unseren Häuptling, auch wenn er noch lebt. Was von Steinherz übrig ist, befindet sich in der Höhle weiter vor uns. Wir haben versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. Er hat sie getötet, beinahe auch nahen. Er ist ein Monster. Das ist das wahre Ziel der Primalisten. Sie wollen uns in Stein und Feuer verwandeln, damit wir ihnen dienen. Und diesmal kriegen wir ein 3 Stufen besseres Schildhand. Schildhand. Geil. Endlich ein Schildhand-Item. Ich habe ja ein super Einhand-Item. Oh, geil. Jetzt kriegen wir auch wieder ein... Ja, genau. Verwende mit Kurelets Dolch. Da steht's. Zurzeit angelegte 360er. Also das Schildhand ist schon 3 Stufen höher und der Dolch ist fast 100 Stufen höher. Boah, das wird gut. Das wird gleich gut. Mein Häuptling, war es die Macht wert, was euch angetan wurde? Er wollte uns nur beschützen und er hat alles verloren. Okay, dann wollen wir mal Steinherz töten gehen. Oh Gott. Boah, der hat den hier voll auf den Stein gesmasht. Krass. Was geht ab? Der hat die alle hier aufgespießt, ey. Wie ist der denn drauf? Das hast du nicht umsonst getan. Stirb! Primalistenhöriger. Koste es, was wolle. Ich werde den Clan verteidigen. Aber ich war perfekt. Nicht. Okay. Die Vorburgs sind wieder gechillt. Mein Häuptling, es tut mir leid. Ich konnte nichts dagegen tun. Zack, und wir kriegen endlich ein Schildhand-Item, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Zack. Wir können nicht hierbleiben. Ich weiß nicht, was wir tun können oder wohin gehen. Wir werden zum Lager in nirgendwo zurückgehen. Die Tusker sollen wissen, was hier bei den Rostkiefern passiert ist. Wenn wir unsere Geschichte weitererzählen und bewahren, wird sie sich vielleicht nicht wiederholen. Lebt wohl, Rostkiefer. Wir sind stark. Wir werden überleben. Wir müssen mehr tun, als nur überleben. Okay, so. Schauen wir mal. 362. Ja. Und haben hier einen 316er Stab. Jetzt wechseln wir den Stab auf 421 und ihr seht, es wird jetzt erstmal schlechter, ja, weil der Stab zählt doppelt, also wären sozusagen 632, ne? Und der hier zählt halt nur einzeln, aber wenn wir jetzt das Zweihand-Item dazu packen, zack, sind wir auf 369, jetzt sind wir höher. Jetzt haben wir hier so ein Dolch an und hier so ein Buch, ja. 369. Wenn ich jetzt den Stab wieder reinpacke, sind 362. Ja? Der Stab sieht geiler aus auf dem Rücken. Ja? So Zweihand-Ding sieht immer geiler aus als diese kleinen Futzsachen. Aber die kleinen Futzsachen sind gerade ein bisschen besser. Darum ziehen wir die wieder an. Ja, jetzt haben wir halt Einhandwaffe mit Schildhand. Ja, muss man auch mal machen, einfach um das Item-Level zu erhöhen. Schade, schade. Ich mag auch lieber Zweihandwaffen. Aber vom Kämpfen her ist alles das Gleiche. Also ist jetzt nicht, dass sich irgendwie was komplett jetzt verändert von der Kampfart oder so.
Das ist nicht so wie bei Guild Wars. Wenn man da eine andere Waffe anzieht, dann kämpft man auch total anders oder so. Das ist hier ein bisschen gechillter. Okay, wir gehen zurück ins Lager. Und da sind wir auch schon. Das ging schnell. Ein kleiner Flug. Meine Heimat ist fort. Was? Tja, ist so. Unser Clan wurde in Stücke gerissen. Hoffentlich nimmt uns ein anderer auf. Wir konnten unser Volk nicht retten. Ein paar von uns sind dank Garion entkommen. Mir scheint, wir haben einiges gemeinsam. Warum bleibt ihr nicht eine Weile hier? Das werden wir, eine Weile. Doch wir können nicht lange bleiben. So, ihr seht, noch immer 5 Nebengeschichten hier in dem Gebiet. Ja, aber wir haben schon ein bisschen was erledigt. Kann sein durch die Folgequest hier, dass jetzt wieder eine Nebengeschichte erledigt wird dadurch. Nehmen wir auf jeden Fall mal an, ne? Was ist mit dem Winterpelz-Clan? Wir könnten einem anderen Clan beitreten, wenn wir wüssten, dass es sicher ist. Ich befürchte, dass die Primalisten auch anderen Clans sowie unseren in Versuchen gebracht haben. Laut dieser Drachenschuppen-Expedition haben sie eine Klauenfeste nahe des Winterpelz-Clans. Vielleicht sind sie auch schon verdorben oder sie hören unsere Warnung an. So oder so, sie brauchen uns. In Theorins Wacht gibt es einen Furbolg-Experten. Sonova Schneewe, bitte sucht ihn auf und bringt Erfahrung, was er weiß. Okay. Super, die gucken also nach dem neuen Clan, den es noch irgendwo gibt. Dafür müssten wir dann aber ganz woanders hin. Ich weiß nur noch nicht wo. Hier sollen wir jetzt erstmal in die Ruinen. Wo hat die denn jetzt gesagt, wo ich hin soll? Da. Was ist mit dem Winterpelz-Clan? Seht ihr da oben? Okay, da oben waren wir auch noch gar nicht so richtig groß questen. Da kann sein, dass da auch noch ein paar Quests sind. Aber jetzt sind wir hier unten dran. Sehr schön. Wieder eine Quest weiter. Eine Story weiter. Und hier sind Ruinen. Wir erkunden wieder ein paar Ruinen. Ach, was ist das denn Süßes hier? Oh Gott, die sehen doch nicht so süß aus. Erst sahen sie süß aus, wenn man das, aber wenn man das Gesicht sieht, boah, das kann nur eine Mutter leben, ey. Meine Güte. Gruselig. Gruselig. So, wir haben diese Ruinen, die wir erforschen sollen. Da oben ist wieder eine Glyphe, ne? Ihr seht mich jetzt erstmal fliegen hier. Zack, ich sehe das schon auf Anhieb da oben, das Ding. Da leuchtet was. Gold. Und wenn irgendwas Gold leuchtet, bin ich dabei. Jawohl, sehr schön. Lass das. Das rücksichtslose Wirken Arcana Explosion ist ja gefährlich. Was? Euch gefällt mein Spam nicht? Euer Spam? Ja, mein springendes, präzises, arkanes Manöver. Hm. Und er hat eine irre Maschine. Der tut alles abkürzen, der Typ, der ist lustig. So, wir sind also hier mit 2 Leuten, die diese, ja, Ruinen erkunden möchten. Trefft Rana und Latos in den Ruinen von Kantar. Hättet ihr Interesse daran, etwas über meine Erfindung, die Irre, zu erfahren? Es wird gewaltig. Ich weiß nicht, was die Irre wird, ja, und was die Irre ist. Aber weil das so die vorletzte Quest ist, die wir gerade haben, ja, bevor wir dann nach da oben noch gehen können, mit dem Winterpelz-Clan ist die 2. Quest, die wir hier noch haben, so in etwa. Ah ne, dann haben wir hier noch eine. Wir haben noch 3 Quests jetzt hier. So, und bevor wir das machen, machen wir eine kurze Biopause. Ja, also hier diese Ruinen und die anderen 2 Quests, die machen wir nach der Biopause weiter. Also einfach mal 5 Minuten Pause. Bis gleich.